So, hallihallo, meine lieben Starcraft-Freunde. Eine ganze Weile musstet ihr warten und ja, ich warte auch, dass hier was passiert. Ah, jetzt geht's los. Bei ja, Kick-Assi gegen Inzwe. Ah, TVT, Holzliga auf Cloud Kingdom. Juhu, ich freue mich. Endlich mal wieder ein bisschen Replay. Und ich habe mir richtig einen kleinen Marathon hier vorgenommen. Ich habe 9 Replays mir ausgesucht. Ja, weil ich hatte mittlerweile wieder fast 50 E-Mails von euch mit Replays. Und ich habe jetzt mal so ein bisschen unten angefangen, etwas ältere rauszusuchen. Ein paar haben ja auch wieder mehrere geschickt. Also entweder mehrere Replays in einer E-Mail oder eben mehrere E-Mails mit jeweils einem Replay. Ich habe dann halt jetzt erstmal nur eins, wenn da einer innerhalb von 3 Tagen, weiß ich nicht, 5, na gut, 5 waren es nicht, aber 3 E-Mails geschickt, dann habe ich jetzt erstmal nur eine ausgesucht. Und insgesamt habe ich mir jetzt hier 9 Replays abgespeichert. Und, ja. Wir fangen an mit diesem hier und das geht schon mal fast 50 Minuten. Ich hätte vielleicht ein kürzeres zum Anfang nehmen sollen, aber macht nichts zur Einstimmung. Nehmen wir mal dieses hier. Und was ich euch auch sagen kann, Borderlands. Da gibt es ja auch den einen oder anderen, der sich da ganz gerne die Borderlands-Geschichten von mir anguckt. Denn es gibt mittlerweile schon den 2. DLC, der draußen ist. Und ich habe beide noch nicht gespielt, aber ich habe jetzt gecheckt, wie man sie startet. Ja. Denn ich habe vorher nicht gewusst, die waren installiert, stand da im Spiel. Ja, hier, DLC, blum, blum, installiert. Aber wie man startet, wusste ich nicht. Ich habe jetzt mal gegoogelt und nachgeguckt, wie man die DLCs startet. Ja, es ist ganz einfach. Es gibt immer im Schnellreisesystem ein neues Gebiet, wo man einfach hin portet. Und dann startet das automatisch. Ja, also dann kommt dann wieder so ein kleines Intro-Video und so wird ein bisschen was erzählt. Und das habe ich immer ganz schnell abgebrochen, weil ich mit euch das zusammen halt sehen wollte. Vielleicht ist das ja dann so, dass man das nur einmal sieht. Ja, und dann stelle ich jetzt halt da in einem neuen Gebiet und dann muss ich euch erzählen, was da in dem Video passiert ist. Ne? Das ist natürlich blöd, weil ich kann mir ja nichts merken. Ich bin ja blöd. Und ja, hier TVT übrigens auf Ohana Holzliga mit Gas bei beiden. Ja, Kick-Assi gegen Inzwe. Ja. Also werde ich jetzt versuchen, noch vor Weihnachten diese 9 Replays hier zu machen. Also ich werde jetzt mal, denke mal, nicht alle 9 oder 10, die ich da gemacht habe, am Stück. Werde ich wohl nicht ganz schaffen. Hier vorne ein SCV kriegt auf jeden Fall schon mal ins Gesicht. Geht down, geht kaputt. Boom. Oder auch nicht. So, ein Tech-Lab hat er hier gebaut. Und das, nee, das geht kaputt. Geht kaputt. Auf der anderen Seite gibt es auch ein Tech-Lab und ein Gas. Wie gesagt, läuft ja, sonst gäbe es das Tech-Lab. Ist ja ganz klar. Ja, ich werde also die Add-ons anfangen zu spielen. Versuchen, vor Weihnachten fertig zu werden. Denn wir haben es aktuell. Was ist heute für ein Tag? Dienstag ist heute. Meine Freundin kommt am Samstag wieder und bleibt bis Donnerstag. Und dann ist ja auch noch Heiligabend, der erste, zweite Weihnachtsfeiertag. Dann kommt hier, am zweiten Weihnachtstag kommt hier von meiner Mutter mit meinem Bruder und meinem Neffe und bla bla. Ja, ich habe ja hier zum großen Weihnachtsfraß geladen. Es gibt lecker Schweinefilet, Medaillons. Dann gibt es, machen wir 2 Soßen. Einmal eine Rotweinsoße, Burgunder, glaube ich. Und dann eine Schnapssoße mit Cognac. Ja, und dazu gibt es selbstgemachte, wie heißt das Zeug? Semmelknödel, Rotkohl. Meine Mutter bringt noch einen Eierlikörkuchen mit selbst gemacht und ich selbst habe einen Apfelkuchen geholt, eingefroren. Sehr leckeren. Und 6 Becher Sahne habe ich schon geholt und alles schon hingestellt und so. Wie die Bude. Ich habe auch einen Weihnachtsbaum jetzt hier in der Bude stehen, aber einen nur aus Plastik, reicht völlig aus. Lichterkette dran, am Wochenende bringt die Freundin noch so Glöckchen und Kugeln mit und so, bla bla. Echt. Schön Weihnachten. So, doppelt Gas mittlerweile hier. Was haben wir dann noch? Factory, Starport, Upgrade-Bude, Expansion, 2. Barracks, Factory, einen Reaper, der hier mal loszischt. Ja. Ein bisschen am Quatschen. Hier ist eh nur Holzliga, wie gesagt. 2. Reaper, beziehungsweise hier, das ist der 2. Schön Schweinefilet. 1,5 Kilo. Das ist voll lang. Haben wir tiefgefroren gekauft. Das ist total lang, so ein Filet-Ding. Wie mein Penis. Ungefähr. 2x600, 700 Gramm Teile da. So ungefähr ist mein Glied auch von den Abmaßen. So, jetzt hier die ersten 2 Reaperbahn-Viecher unterwegs. Marine Marauder steht hier.
Benji im Bau, zwei Barracks, Factory steht still mit Reaktor. Oh, SUVs, hier sieht gut aus. Und hier. Oh, geht auch. Factory. Zwei Factories, alles mal abheben hier, ganz wichtig. Ja, das ist ganz wichtig als Terraner, dass man zwischendurch mal alles abheben lässt, um zu gucken, ob es funktioniert. Ja, dieser Abhebeautomatismus. Ah, die Reaper hier mittlerweile. Das beide? Oder ist das. Ach nee, das ist die. Die Marauder-Bombe, die da einschlägt. Ich hab schon gewundert. Ah, der Reaper hier. Hervorragend. Nichts kaputt gegangen. So, ja, wie gesagt, alles hier mal abgehoben hier. Immer noch am Fliegen und gucken. Ah, das sieht gut aus. Ah, alles mal abheben lassen. Hat er hier auf den Reaktor Tech Lab geswitcht. Könnt jetzt Panzer bauen, wenn er denn wollte. Exa hat er auch schon. Sensor Tower sehr schön hier oben hinbauen und gucken, ob das hier keine Drops kommen. Und er hier mit der Benji. Torretz. Könnte er theoretisch bauen. Marines hat da nur einen gerade. Aber der rennt hier mal raus. Watchtower sehr schön hier bei Inzfe. Hier ein Marine, da ein SUV. Hier drüben wird es gesehen. Oh, da guck mal, da kommt was. Da kommt was angeflogen. Hier, da. WBF einsatzbereit. Exe ist da. Jetzt werden hier Helions gebaut. Und jetzt fährt er hier schon mal rüber, weil er denkt, da kommt ein Drop. Ja? Es ist einfach eine Benji. Frontal kommt er hier auch mit Helions angefahren. Ja, das macht er schon ganz gut, der Inzfe. Ja, Benji kommt. Und hier. Oh. Ja, hat einen Panzer, Siege Mode, das ist schön. Ja, jetzt werden die Torretts nochmal fleißig gebaut, aber das kriegt er natürlich mit, der Inzwe. Wenn er jetzt noch frontal mit seinen Helions irgendwie versuchen würde, was zu machen, aber hier ist eh die Luke dicht, Panzer steht dahinter. Ei, die Mutti hier, 10 Kills. Ja, eigentlich ist das Spiel schon vorbei, oder was meinst du? Oh ne, hier ist ein Turret. So, da ist doch noch ein Turret fertig geworden, aber 16 SCVs mit einer Non-Cloak Benji, das ist eigentlich schon ultra krasser Hardcore-Harass. Ah. Ah, hier. Pff. Zweite Echse. Kein Problem. So, hier gibt es auch noch mal ein bisschen rumgelötet. Noch mal ein paar Medivacs, Häuser. Oh, ich bin müde. Kommt hier nochmal ein Medivac angeflogen, ohne was dritten, aber vielleicht will er ja hier die Helions einsammeln. Mal gucken. Oh, hier auch Siege Tank, Helions. Kommt hier mal eine Echse rausgeflogen? Nö. Kontrollgruppen, ja, die CCs vielleicht. Hier ist ein bisschen mehr. Und wie fettig geworden bin ich. Leute, ich habe ja gedacht, ich hätte Diäten. Ich habe 2 Kilo abgenommen, aber mittlerweile habe ich wieder 2 Kilo zugenommen. Ihr klaffen. Jetzt ist ja auch die Weihnachtszeit. Wir fressen und fressen und fressen. Oh Gott, oh Gott. Ich jetzt wieder sehe, was wir alles für Fressen besorgt haben und noch besorgen werden für die Weihnachtswoche. So, Siege Tank Helion. Ja, Medivac hängt mittlerweile hier oben von Inzfe. Zweiter Tank aufgesieged. Helions fahren mal ein bisschen im Kreis, gucken, ob die Räder noch sich drehen. Ja, wenn er jetzt hier direkt vor Ort ein Ding baut, dann rast ich aus, weil er ja eigentlich schon 2 CCs hier fertig hat. Oh komm, ja, bau nochmal dritter. Blue Flame kommt noch dazu. So, was macht er? Ja, warten wir erstmal ab. Hier kommt erstmal raus. Siege Tank Marines. Echse dabei im Bau. Zweites Orbital. Ist wieder gut rangekommen in Sim Supply. Oh, jetzt baue ich erstmal ein Haus. Hier ein Turm. Und hier Krawauz und hier Blue Flame Marine. Hellions hier gegen die Blue Marines. Hier Blue Man Group kommt angewackelt hier, ja. Ich hab mal vollkommen in die Fresse geballert gekriegt hier. 2-3 Siege Tanks, Blue Flame Hellions. Achtung auf was. Ah, hier die gute Position besetzt. Oh. Und wann kommt mir mal eine Echse raus? Ja, 65. Alles noch nach wie vor am Laufen. Echse, ein paar Marines. Oh, Echse kommt raus. Auftrag. Ah, Goodie-Position. Ah.
Und er fährt wieder ab. Kein Bock mehr. Oh, hier drüben nochmal die Hellions eingesackt, wie gesagt. Und dann kommt er hier ran. Aber hier ist ja Torret und auch Torret und Torret. Tower und Torret. Ah, hier nochmal reingescannt, um zu gucken. Er sucht sich jetzt hier ganz unauffällig ein Plätzchen, wo man reindroppen könnte. Hat sich jetzt dafür entschieden, hier unten hinzufliegen. Aber oh, ganz abgewichst hier. Ui, nochmal ein Schlenker hier am Gas vorbei. Hat man sich nicht die Turbinen versenkt hier vom Stipfurzgas. Ja, hier Krabaut. Direkt in den Tank rein. Ein Hellion kommt oben an. Ja, nichts passiert. Ja, das ist schon gedacht. Oh, ein paar Tanks. So, Ex ist draußen. Hier auch fertig. Hier ist auch Siege, ja, haben wir ja gesehen. Ein paar Marines, ein paar Marauder. Upgrades haben sie beide nicht. Stim kommt jetzt beim Roten, bei Kick-Assi. Ein paar Mults. Hat er hier auch schon sein drittes Apparatismusgerät stehen. Oh, 80-80 im Supply. Ganz gemütliche Holzliga-Action hier. 15 Minuten rum. Super. Wenn jetzt los, gucken wir auch mal drauf. Ja, 1-1-9-5-0. So, meine lieben Freunde. Habe ich noch was zu erzählen, weil hier passiert ja nicht so viel. Ach so, ja, Leute. Ah, ganz großes Ding. Ganz großes Ding. Viele haben sich ja mehr davon gewünscht. Von Mr. Pink bereitet zu meine Kochwurst. Ich hatte mir ja da bei eBay diesen 30 Euro Toshiba Camcorder gekauft. Diesen gebrauchten, der einmal funktioniert hat. Jetzt geht er ja nicht mehr an. Nur geht einfach nicht mehr an. Kannst du anhängen ans Ladegerät, kein Problem. Nichts passiert. Der ist tot. So. Und dann hatten wir ja letztens ja die Geschichte, wir gehen mal hier in die Vision hier von einem rein, hier vom Blauen, der fliegt gerade ein bisschen los. Von Inzwe. Achso, der droppt nur sich selbst. Ah, das ist natürlich auch schön. APM hier, schön, jeden Marine einzeln. Ja, 50-50 APM. Ja, es war ja die Geschichte, mein Headset war kaputt. Ja, und... Wir haben ja mittlerweile, oder ich habe ja mittlerweile dank euch ein neues. Lassen wir es krachen. Und ja, einer hat dann, der nicht in der Lage ist, immer die Livestreams zu schauen, der hat sich dann jetzt so nach und nach die letzten Replays angeschaut und hat dann gesagt, nee, hier kommt Pink da mit deinem Webcam-Scheiß da, das geht aber nicht. Hat er mir E-Mail geschickt. Hier, such den Headset aus, schick mir die Nummer von Amazon, ich schicke dir das dazu. Ja, und dann sage ich, ja, vielen Dank fürs Angebot, aber ich habe schon ein neues. Erweiterung fertiggestellt. Ja. So, und was denkt ihr euch jetzt, was hat das mit den Küchenbots zu tun und mit meinem Camcorder? Ja, und dann habe ich halt gesagt, ich habe schon ein Headset, ein neues, ein gutes. Das, ich habe quasi 1:1 ersetzt, ja, kaputtes G35 durch ein heiles ersetzt. Ja, dann meinte er, such dir was anderes aus. Irgendwas. Erweiterung fertiggestellt. Ja, Leute. Und dank diesem lieben Herrn, ich sag mal Erzengel, ja, habe ich jetzt einen neuen schönen Full-HD-Camcorder. Kam heute an. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr geil. Ja, natürlich jetzt kein 200-Euro-Teil, weil, war aber auch schon, ist schon dreistellig, aber halt eben keine 250, 300, wo die richtig geilen Dinger sind. Aber das Ding ist für deinen Preis auch schon richtig, richtig fett. Ich habe das heute gekriegt. Schon mal so ein bisschen ausprobiert. Lädt gerade auf. Richtig schick. Tanktor hier mittlerweile dabei. Und dann könnt ihr euch also darauf freuen, dass ich dann in Zukunft neue Mr. Pink bereite zu Geschichten machen werde und diesmal halt auch richtig ist und nicht nur hier mit eine fertige Marinade aufmachen, das Fleisch da reinschmeißen und dann fertig. Ja, 110, 130 mittlerweile im Supply, die dritte. Oh. Muss ich mir wieder selber eine runterhauen. Dritte Echse, was macht der denn? Der hat doch hier eine stehen und jetzt baut er sogar nochmal zwei. Also, was mit dem denn los ist hier? So, 0-0 bringt aber 1-1 auf den Weg. Auf der anderen Seite gibt es jetzt auch endlich mal Stim. Hier drüben zwei Marines. Map Control holt er sich ein bisschen. Auch hier ein Marine. Hier hinten fährt ein bisschen was rum. Ja, und er hat ja auch Siege Tank Marine Marauder. 1-1 mittlerweile sogar schon durch auf dem Bio. Ja, also es wird weitere Vista Pink bereite zu Wots geben. Das Stativ hatte ich ja damals auch schon gekauft und so. Ja, das Ding scheint gut zu sein. Also es ist auch nicht so kompliziert in der Bedienung wie das andere. Das ist sogar ein Touchscreen. Ja, da kann ich auf dem Display rumtatschen und dann so Sachen einstellen. Total cool. Und ich kann meine Privatpornos erweitern. Beziehungsweise ich habe ja nie sowas aufgenommen. Vielleicht
nehme ich mal einen auf. So rum ist richtig. So. Ja, dritte Base, weitere Factories, Siege Tank, Turrets, weitere Factories, alles voll, hier Stim und dann gibt es vielleicht auch noch Schilde, hier 5 Häuser, 160, 120. Jetzt geht's los hier bei Kick-Assi. Na, Tore, 1-0 hat er mittlerweile auch durch und oh, es passiert nichts. Ah, Triple Armory, klar. Vikings mit im Bau. Factories, alles überhaupt gar kein Problem. Oh, hier, es bewegt sich was. Gott. Mord. Es war Mord. Wenn du an Mord denkst, denk an Markus Munition. Borderlands, so geil, ich komme schon. Ich habe ja schon diesen wahren Kammerjäger-Modus ein bisschen gespielt. Das ist quasi das gleiche wie bei Diablo. Ja, wenn man halt durchgespielt hat auf normal, dann fängt man wieder komplett von vorne an, behält aber seinen kompletten Level, seine Waffen und so weiter und so fort. Spielt die Story quasi nochmal durch, hat dann aber halt entsprechend angepasste Gegner. Das Ganze wird dann immer schwerer. Hier sind ein paar SCVs arbeitslos. Und ja, wird nochmal schön gescannt. Oh mein Gott, hat der viel, denkt er sich. Ja. Und ja, nebenbei ist ja mein Neffe jetzt auch gerade wieder hier. Der ist ja noch krank geschrieben wegen seiner Dings-Weisheitszahn-Geschichte. Der ist nochmal jetzt hier die letzten nächsten ein, zwei Tage. Jetzt ist er gerade mal kurz nach Hause gegangen. Mit einer Freundin treffen, mal kurz ein bisschen chillen. Ja. Leute. Bei uns hieß das früher DVD gucken. Ja. Ah, ich gehe mal eben so zwei, drei Stunden nach Hause. Meine Ex will vorbeikommen zum Chillen. Ah ja. Das Schillen kenne ich. Ja, und das ist gerade auch richtig cool. Er hat sich ja auch Borderlands geholt. Er spielt das halt auf PlayStation hier nebenan. Also nebendran, wo ich hier am PC hocke. Und ja, da sind so ein paar Sachen, die mir jetzt aufgefallen sind, die ich bei meinem Durchspielen so gar nicht so richtig registriert habe, so gar nicht richtig mit ja, angemerkt habe, sage ich jetzt mal. Finde ich ein bisschen schade, dass ich das euch nicht habe wissen lassen. Aber das sage ich euch dann vielleicht, wenn ich die Add-ons spiele. Auf jeden Fall kann man sagen, es ist ein Riesenunterschied. Full HD, beziehungsweise ich spiele es ja hier in Full HD mit Max Out Settings und eben Voll Physics. Und das ist halt am, an der Playse schon... also natürlich ist das gleiche Spiel, es spielt sich genauso. Es sieht auch ganz nett aus, aber da sind schon eine Menge Unterschiede. Hier unten mal ein paar Marines, die hier die dritte so ein bisschen angehen. Ja, angefangen halt von den ganzen Physics-Effekten, angefangen von teilweise viel schwächeren und teilweise gar nicht vorhandenen anderen Effekten. Lasch aufgelöste Texturen und Texturmatsch und ja, aber die Konsolen sind halt völlig am Ende. Ja. Wenn ich mir so ein Spiel wie Far Cry angucke, was auf der PlayStation 3 niemals flüssig läuft, das ist immer an der Ruckelgrenze haarscharf. Ja. Warum erzähle ich euch das? Weil hier, wie gesagt, nicht viel passiert. Oh, Blau rückt aus mit seiner riesigen Armee. 2-2 Bio. Nicht übel. Hier oben gibt es jetzt sogar die Donnerkanone. Oh, der stellt sich jetzt mal hier hin. Ja, das sieht gut aus, denkt er sich. Was kommt da? Nochmal ein SCV. Was macht der denn? Ah, der hat hier das Ding hier einfach nur so zum SCV bauen. Hier die Access Safe da. Hier sehr schön mit Depots, Panzern und Planetary. Finde nur noch hier. Das macht er aber gut. Hier finde noch so hier noch ein Türmchen und da. Und vielleicht hier noch so. Und noch einen hier vorne dran. Und ein Blümchen hier noch. Dann wäre es schick. Ja. Nicht übel. Auf jeden Fall sieht er jetzt hier, dass das große Übel in Blau hier gerade angerauscht kommt. Ja. Macht sich jetzt hier bereit für einen Fight. So ein bisschen off-position. Ah, hat hier auch so zwei, drei Panzer stehen hier. So, jetzt wird es gleich interessant. Ein Marine hier mal runtergeliftet. Ganz vorsichtig, behutsam. Siege, Dom. Siege. So. Also, Küchenbots wird es geben. Black Ops, Borderlands, Let's Play. Black Ops vielleicht auch. Ich bin jetzt schon fast Level 30 im Online-Modus. Ging total schnell eigentlich. Oh yeah. Oh yeah. Fahr mit den Vikings ein Stückchen vor. Besorgt ihr Vision für die Tanks. Hier ist nur ein Flugzeug. Oh mein Gott. Supply. Jetzt werden einzelne Tanks nach vorne geholt hier. Und er haut ab.
Ach so, dann noch was zu Far Cry. Ich habe da mal was ausprobiert. Und da kommt mir wieder meine unfassbare Professionalität entgegen, nämlich... ihr wisst ja, für alle die meine Far Cry Let's Plays kennen, das ist mit Blaustich. Warum Fraps das mit Blaustich aufnimmt, weiß der Geier, keine Ahnung. Ich habe auch vom Ubisoft-Support mittlerweile keine Antwort mehr bekommen. Scheiße, ich weiß es einfach nicht. So, ich habe ja noch ein anderes Programm, Camtasia. Ich habe es jetzt mal mit Camtasia aufgenommen. Ja, nicht erst nochmal 5 Minuten zur Probe, um zu gucken, sondern gleich noch schön voll eine Stunde. Schön 4-5 Story-Missionen gemacht und juhu. Jetzt habe ich folgendes Problem. Passt auf, Leute. Das Gute ist, das Wort hat keinen Blaustich. Das Schlechte ist allerdings, dass mein Mikroton völlig übersteuert ist und der Game-Ton komplett fehlt. Und drittens, die Aufnahme ruckelt. Ja, total scheiße. So, musste mal eben kurz eine Pause machen. Ja, das Wort ist also komplett für den Arsch. Ja, also eine Stunde gespielt, 2-3 Missionen gemacht. Aber eben ruckelig, Mikrosound übersteuert und der Ingame-Sound fehlt irgendwie. Ja, und er hier, Kick-Assi, baut alles voll mit seinen Planetaries und CCs und was weiß ich. Hier ist mittlerweile die dritte am Stehen, bei Inzfe. Mainbase sollte ja Outmind sein, na klar, überall steht bei Visrum, macht gar nichts, die Natural läuft ja noch, das reicht völlig aus, hier Kohle bei beiden, volles Rohr am Start. Und er baut hier überall Männer-CCs hin. Hier, ich nehme die Karte ein. Ich bin hier der Boss. Und hier wird noch ein CC hingebaut, weil ich das kann und weil ich es will. Ah, er bringt hier auch Maß-Upgrades hier für die Bio, für die Air-Units, für die Metal-Tanks hier. Bum, bum. Ja. Hat hier alles volles Rohr am Laufen. 3 Panzer im Bau. Sieht aus wie bei Goody. APM-technisch. Oh, ist doch fast an Goody dran. So, ich wurde nochmal gescannt hier vom blauen Inzwe. Beide auf 200. Also hier knapp. Ja, mein Gott. Ah, das lasse ich mal gelten. Oh Gott, er rückt aus wieder. Ich lese hier gerade. Ein Scheich will Mourinho und Ronaldo zu Paris Saint-Germain holen. Sehr schön. Interessant. Och, ja. Ming, 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 ming. Sehr schön. Er rennt hier auf und ab mit seinen ganzen Units. Ich baue hier die ganze Karte zu mit Planetaries. Ah, hier oben klappt das schon aus. Hier fehlen noch ein paar Anti-Air-Turrets. Sensor Tower hat er mittlerweile 3. Einen noch hier in der NATO und hier hinten. Ja, an der PF ist nur einer dran. Hier mittlerweile auch ein paar SUVs. Gas brauche ich nicht. Oh, wo will er hin? Ah, ja, oh, jetzt baut er auch mal einen Tower. Wahnsinn. So. Ja, wann passiert immer was? Battle Crusher soll es jetzt noch geben hier. Irgendwo ist der Chor im Bau. Ah, das gibt's ja mittlerweile bei HOTS, ne? Wenn man, ah, hier. Wenn man bei HOTS draufklickt aufs Upgrade oder auf das Gebäude hier, dann springt man dann dahin. Wo es hier gebaut wird. Sehr, sehr schön. Noch mehr Sensor Tower. Oh, hier werden sogar Sensor Tower im Kollektiv gebaut. Ja, das ist natürlich auch schön hier. Wenn er das jetzt hier so sieht. Oh, da kommt ja ein bisschen was. Ich habe noch nie so viele Sensor Tower in einem Spiel gesehen, sagt er. Ja. Es wird vielleicht noch mehr geben hier von Kick-Assi. Der sich mittlerweile auch hier die Base genehmigt. Oh, das Ding hier. Stimmt immer noch. Ha! Ja.
Ja, und er bleibt einfach stehen. 3-3 Bio, 0-0 Tanks, Flugzeuge 0-0. Und er denkt jetzt auch so, ach, was ist das für ein Noob hier, guck mal an, hier hat er gerade noch angefangen hier mit der Lutscherei an den Minerals. Tja. Helion. Tank, Tor, Viking. Flugzeug auch gleich mit 3-3. Ein paar Gase werden hier noch gebaut. Ach nee, bei ihm jetzt. Ah, zweimal hier und einmal da. 12.000 Overmints bei Kikasi. Ah, er könnte eigentlich jetzt hier noch das komplette mittlere Flussbett, sage ich jetzt mal, hier vollbauen mit... ja, ich nenne es mal hier so Flussbett, ja, und hier, das ist so das Ufer. Hier mit Barracks, Factory, Starports, 10 Stück von jedem oder so. Ja, kleiner Biotrupp. Schleicht sich raus. Er sieht es natürlich. Kann er vielleicht mit der Mobilität... Oh, hier wird einer vorgestimmt. Hier, schnell. Aber er wird direkt in die Planetary laufen. Bum, 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 bum. Und jetzt? Bum. Bum. Hau ab hier. Ah, Building Armor wäre jetzt noch schön. Oh. Keine gute Idee. Ah ja, kabum. Volles Rohr, ein Tor, zwei Tor, vielleicht noch drei Tore. Und ein Panzer noch. Ah, vielleicht sogar noch einen zweiten Panzer. Ey, das hat sich ja richtig gelohnt. Planetary mit 12 Kills hier. Units lost. Ah, 5-9, 5-2, aber Kick-Assi hat einfach die Kohle. Ja. Baut jetzt Battlecrusher. Hat jetzt eh gedacht, hier komm, reißen wir mal ein bisschen was ab. Hier vorne werden sogar schnell SUVs verschrottet. Ist mir egal, denkt er sich. Ich baue Battlecrusher, Junge. Und jetzt baue ich hier sogar noch mehr Planetaries hin. Ach nee, hier oben. Bestimmt Mull-Station, weil er die ganzen SUVs ja verbraten hat gerade. Komm oben! Ja, Mars Viking gegen hier zwei Stück. Aber die Planetaries eben weg. Rückt noch mal ein bisschen vor hier, der Inzfe. Ah, Bio-Units hier, volles Rohr, Tank abgerissen hier, gar kein Problem. Was haben wir da? Noch mal ein paar SUVs, die sich hier sammeln. Hat er hier einen Waypoint oder? Keine Ahnung. So, Bio-Units wieder runter zu den Tanks und jetzt schiebt er hier die Panzer die Rampe hoch. Ja. Und jetzt marschiert er ein. Ah, da kommt der erste Battlecrusher. Hier, jawoll. Heribert von Sondershagen hier aus der Luft. Der Battlecrusher hier. Aber der wird repaired. Ach, wie viel Armor hat der? 6. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, so ein paar Medivacs hier werden nicht schlecht. Beziehungsweise irgendwann was in der Luft hier, weil... Ah, hier nochmal eine Planetary. Die aus dem Leben geschossen wird. Fantastisch. Ah, jetzt kommt er hier ran. Biopack. Planetary hier mittlerweile abgerissen. Hier rennt da volles Rohr rein. Alles wird sterben. Ah, der Battlecrusher hier geht einfach nicht down. Wird repaired. Hier unten brennt der ganze Haufen. Von Inzfe. Krasser Scheiß. Ah, jetzt bauen wir hier die Planetaries neu. Ja, die sind weg. Die sind mir essentiell wichtig. Hier unten ordentliches Reinforcement. Also hat er nochmal ordentlich was auf die Reihe Beine gestellt hier, der Inzfe. Aber Kick-Assi hier mit Battlecrusher hier am Vorrücken und hier Panzer, hier Vikings, alles auf 3-3. Wahnsinn. Ah, seine Hellions hat er hier ja auch noch. Fantastisch. Oh, hier hätten schön CCs. Werden die noch ausgeklappt? Fragezeichen. Ah!
Tür, meine Planetary ist abgerissen, ich muss hier neue bauen. So, was gibt's jetzt hier? Weitere Barracks. Mittlerweile auch die Natural Outmind. Na, erst hier einer vom Schlage, ich exe erst dann, wenn das, was ich angefangen habe, alle ist. Na, hier ging's ja erst wohl nicht richtig los, ehe nicht das hier leer gelutscht war. Und, mal gucken, das, vielleicht kommt er ja noch dazu, das hier leer zu machen. Und dann geht er vielleicht sogar noch hier hin. Wäre die einzige Möglichkeit, denn hier ist Kickassi schon. Hier drüben wäre noch frei, aber das wäre ein bisschen schwierig, da hinzukommen. So. Ja. Mars Battle Cruiser. Nochmal eine Benji. Satellitenzentralen hier. Schön, 8 Stück. Komm, bau Planetary. Komm, drück. Drück P. Vikings, schön, ja. Schön fliegen, ja. Ich finde das Porträt übrigens super stark hier von den Vikings. Oh, hier, es tut sich wieder was. Er rückt wieder aus. Medivacs hat noch gar nichts mehr gebaut. Komm, stimm! Stimm und zieht! Ja, jetzt kommen die Planetaries. Die Vikings hier unten. Ah, hier die Marines stehen hier immer noch super stark. Aber die landen da jetzt bestimmt. Ja, I'm tough as a nail and I'm great in fights. Ah, Tanks gesieged. Oh, er will hier eine Echse hinbauen. Ah, das ist das Main-CC, was er hier rausgeflogen hat. Und während hier die Vikings noch am Ausrasten sind, ja, er kann die Vikings hier nicht verteidigen. Oh, was macht man dann? Man schickt die komplette Armee dahin. Ist auch ganz wichtig. Oh, bist du dann hier nicht. Wenn er clever ist, hebt er auch gleich wieder ab mit dem ganzen Scheiß. Ja, doch, aber er reagiert zu spät, er wird alles verlieren. Ja, die sämtliche Armee hier hingeschickt für 3 Vikings. Ja, mittlerweile 46. Minute hier am Laufen. Es gibt ja noch Hunter Seeker und Tarnfeld. Für die Benji? Fragezeichen. Ah ja, muss Benji sein, stimmt, weil Ghost hat zwar dasselbe Symbol, glaube ich, aber da heißt es, glaube ich, Einzeltarnung. Aber wo wird die erforscht? Das Cloak, weil hier... Ach, da! Alles klar. So, Battlecrusher rücken vor, Echse muss liften. Ah, High DPS Cruiser hier, gar kein Problem. Aber was Gutes, er schickt nur die Marines. Aber reichen die? Also, sie geben ihr Bestes, aber pff, ich bin Battlecruiser, ich flieg nach Hause. Hinter die Planetary Line hier. Ja. Nicht Tankline oder was weiß ich was hier, Line, Spinecrawler Line. Nein, das ist die neue. Kennt ihr das noch nicht? Das ist das Neueste vom Neuen. Das ist die PF Line. Direkt an die Front werden jetzt immer schön Planetaries gebaut. Neue Trick. Oh, die Hell jetzt bewegt sich mal. Lecker. Auch wenn hier in der Planetary ist. Ah, schön. Das sieht man gerne. Schön drauf. Super stark. Ja, und jetzt kommt er hier angelatscht und ich fahre wieder weg. Hinter meine Planetary Line. Wahrscheinlich. Ja, sämtliche SCVs weggelutscht. Oh ne, hier vorne wahrscheinlich gewastet. 16.000 Mineralien, das kann man schon mal haben. Oh, nochmal ein paar Battlecrusher, ein paar Benjis und so. So, wie viel hat er eigentlich jetzt schon davon? 10 Battlecruiser, 60 Supply, ich glaube 6 Stück. Also, Inf hat das Spiel verlassen. Toll, ich habe jetzt gedacht, gibt es nochmal hier so eine brachiale Endschlacht hier? Und er ist jetzt noch 1,5 Minuten im Spiel. Was macht er denn noch?
gucken wir mal, was wir noch machen. Toll. Jetzt ist hier eine Dreiviertelstunde lang überhaupt nichts passiert, so wirklich. Und jetzt habe ich mich gefreut, dass es nochmal richtig knallt und fetzt. Ja, da brauchst du keine Muls mehr reinkommen, der ist weg. Er hat es wahrscheinlich noch nicht so gemerkt. Er war wahrscheinlich gerade so beschäftigt, dass er nicht gemerkt hat, dass der andere rausgegangen ist. Oder er hat Spaß daran, nochmal ordentlich einen abzulanzen. APM-mäßig strömt es gerade unfassbar aus ihm raus. 20. Ja, und es ist auch rausgegangen. Ja, wundervolles Spiel. Ja, Infos für euch halt, wie gesagt, Far Cry fehlt eine Stunde vom WOT. Von der Story, Borderlands werde ich spielen, die Add-ons, Küchenwots wird es geben. Danke an den Erzengel, danke an euch alle für dieses Jahr. Ich werde auch noch ein kleines Jahresabschlusswort machen. Was ich dann mit dem Teil aufnehmen werde. Hey! Ja, schickt mir eure Replays. Meine Replay-Adresse steht ja hier in der Channel-Beschreibung, ja. Wenn ihr wissen wollt, wann ich streame, wann der nächste Cast, das nächste Event kommt, schaut auf MrPink.tv, sage ich nochmal, weil ich in den letzten paar Tagen schon wieder bestimmt 10 Leute, hey, wann strebst du mal wieder, hey, was machst du mal wieder, hey, mach mal Stream an. Und meine Standardantwort ist immer nur noch MrPink.tv, weil da steht's ja, da steht es ja immer, wann und was ich mache und bis dahin sage ich danke fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal, ich hau mir noch eins rein, nämlich ein Replay, adieu.